Einhell TEVC18 Akkustaubsauger. Das hier ist die ältere Version von den beiden Optionen, die es gibt. Den habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr hier im Einsatz bei mir und wollte euch mal erzählen, was das Ding kann, was es nicht kann, wofür ich den benutze und warum das nichts für eine Werkstatt zum Beispiel ist. Der Staubsauger ist offensichtlich Akkustaubsauger. Ich habe ihn mir gekauft von Einhell, weil ich sowieso schon hier diese Akkus hatte. Das Beste an dem Staubsauger ist tatsächlich, wenn man den Akku reinsteckt. Es passt wunderschön, es ist genau gerade. Das ist das beste Feature eigentlich. Wunderschön. Es gibt inzwischen ein Nachfolgemodell, auch schon länger. Ich habe trotzdem mir vor einem halben Jahr ungefähr die ältere Version gekauft, einfach weil die tatsächlich günstiger ist. Also das Ding bekommt man im Moment online für 35 bis 37 € ohne Akku. Die teurere Version kostet roundabout 60 bis 65, wenn man die Akkus schon hat. Und für mich ist es halt auf jeden Fall sowieso nur ein Notfallstaubsauger für ganz spezielle Bereiche im Haus, wo man mit einem normalen Staubsauger nicht hinkommt, weil man einfach keine Steckdose hat. Das Beispiel ist tatsächlich bei uns im Keller, steht in der Ecke an der Kellertreppe ein Katzenklo, da ist keine Steckdose und nichts. Da kommt man mit dem normalen Staubsauger einfach nicht hin und auch mit dem Handfeger zum Beispiel kommt man zwar in die Ecken rein, aber kriegt das dann mit dem Kehrblech nicht vernünftig aufgefegt. Wenn man den kauft, ist in der Verpackung außerdem noch drin, wie gesagt, Akku ist nicht dabei, drei verschiedene Aufsätze. Das hier ist einmal so ein Bürstenaufsatz. Einfach hier so ein schmaleres Ding, das kennt man von jedem Staubsauger. Und hier so ein größerer Standard. Staubsauger. Das Ding könnte aber eigentlich direkt wieder, naja, wegtun, weil da kommen wir sofort zu. Saugkraft mit dem Ding ist, naja, mittelmäßig. Außerdem ist dabei ein Rohr. Dieses eine. Ich weiß nicht, was Sie sich bei der Länge gedacht haben. Es ist halt weder lang genug, um damit richtig auf dem Boden zu saugen, mit diesem Ding hier zum Beispiel, noch kurz genug, um dann mit wirklich präzise auch in einer Schublade oder so zum Beispiel zu saugen. Da ist man dann immer so irgendwie dran. Aber gut. Es ist dabei und man kann es benutzen so. Das Ding hier ist noch dabei, einfach nur um die Aufsätze hier an diesem Rohr, glaube ich, einfach alle zu befestigen so, um das dann hier so drauf zu stecken. So sieht das dann aus. Natürlich würde man dann hier vorne einen dran machen. Außerdem in der Verpackung war noch eine Wandhalterung, die man dann irgendwo einfach an die Wand schrauben kann, wo man den Staubsauger ganz bequem aufhängen kann. Das habe ich direkt bei mir im Keller in der Ecke gemacht, wo ich den auch meistens brauche. Das ist ganz praktisch da. Und weil dann liegt er halt einfach nicht rum. Ich benutze das Ding, wie gesagt, nur so für vereinzelte kleine Ecken, wo man mit dem normalen Staubsauger nicht hinkommt. Oder wer einen Staubsauger-Roboter hat, auch der kennt das, dass der so in die Ecken nicht so richtig gut reinkommt. Dafür ist das ganz praktisch. Oder auch mal in der Küche einfach mal, um eine Schublade auszusaugen, solche Geschichten. Warum das Ding nicht für eine Werkstatt geeignet ist, ist ganz einfach, die Saugkraft ist mittelmäßig. Was wie gesagt ganz gut funktioniert mit dem Staubsauger, ist ja Katzenstreu. Das hier ist ein bisschen von unserem Katzenstreu. Keine Sorge, das ist noch nicht benutzt. Das ist so ein Öko-Katzenstreu, relativ grobes Zeug. Es gibt auch kleinere Geschichten. Ich sage das jetzt einfach mal auf zur Demonstration. Ist ein bisschen laut, also besonders leise ist das Ding nicht. Also einmal kurz die Ohren zuhalten möglicherweise. Achtung. Wie man sieht, sauber, alles weg, super, wunderbar. Und das ist halt genau das, was ich dann mit 95% der Zeit mache. So, für mich ist das Ding also vollkommen in Ordnung, weil es halt einfach genau das tut, was ich damit möchte. Spannender wird es jetzt bei einem bisschen feineren Material. Das hier ist eine Mischung aus Sägemehl und so ein bisschen Staub einfach. Da merkt man dann nämlich schon relativ schnell, dass der Staubsauger so ein bisschen an seine Probleme kommt. Ich denke, dass das hier jetzt auf diesem wunderbar glatten Tisch funktionieren wird. Alles klar, okay. Schlechtes Beispiel. Der Tisch ist dann doch deutlich glatter als naja, die anderen Oberflächen, die ich das hatte. Ich habe zum Beispiel letzte Tage ein paar Löcher in die Wand gebohrt, um einfach ein paar Bilder aufzuhängen hier. Dann hat man diesen Putzstaub auf dem Boden und das hat der einfach nicht aufgesaugt, weil er so ein bisschen nicht feste, ein bisschen am Boden geheftet hat. Das hat er nicht aufgesaugt. Auch nicht mit einem Aufsatz hier. Ja, am Ende ging es mit dem so ein bisschen, wobei man das dann auch mehr verreibt, sage ich mal. Da musste ich am Ende dann doch auch einfach den Handfeger holen, das erstmal so ein bisschen aus den Ecken rauskehren, lose kehren und so weiter. Und dann konnte man es dann auch einigermaßen aufsaugen. Aber das ist halt dann, also wenn man eh den Handfeger holt, dann muss man sich die Frage stellen, wofür dann nochmal extra dieser Staubsauger? Also dann ist das Kehrblech halt auch nicht mehr weit. Deshalb Saugleistung ist wirklich für einen Haushalt okay.
Für eine Werkstatt ist der eigentlich nichts. Ein Ding, was bei dem Staubsauger auch relativ lästig ist, der saugt halt, wie ein Staubsauger das so mal tut, und hier unten wird die Luft rausgepustet. Und wenn man an der Stelle ist, ich sag mal, wir haben zwei Katzen im Haus, und dann hat man lose Stellen, wo die Katzenhaare so rumfliegen, sage ich mal, die sammeln sich dann in solchen Ecken. Und wenn man damit dann in die Ecke reingeht und anfängt zu saugen, dann generiert das Ding hier hinten einen Luftwirbel. Und nicht selten wirbelt das dann wiederum die Katzenhaare auf, bevor man die aufsaugen kann. Und dann liegen die halt nicht mehr auf dem Boden, sondern fliegen durch die ganze Luft. Und dann hängt man auf einmal mit dem Staubsauger in der Luft rum und versucht, die aufzusaugen. Naja gut, ich weiß nicht, wie man es anders lösen könnte. Irgendwo muss die Luft ja hin. Das Ding generiert halt nun mal einfach, Wind. Praktisch ist tatsächlich das ganze System um den... Das ist ja beutellos, um das leer zu machen. Da muss man einfach nur hier oben diesen Knopf drücken. Und dann kann man dieses vordere Stück hier abnehmen. Das ist super easy. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Dann hat man hier so einen, erstmal quasi den Filter drin sitzen. Den kann man einfach mit so einer Gummidichtungssitze da drin rausnehmen. So, und jetzt hat man halt hier zwei Teile. Hier ist einfach jetzt das Zeug drin. Da ist so ein kleines, ja, ich sag mal Ventil drin, dass das nicht wieder zurück vorne rausfällt. Und das kann man dann einfach hier auskippen. So, schon ist das Ding hier wieder leer. Der Filter hier ist dann ein bisschen spannender. Normalerweise, wenn ich sauge, fege ich den einfach nach dem Saugen oder wenn ich den Beutel leer mache, einmal mit dem Handfeger ab. Und dann ist der schon wieder ziemlich in Ordnung so. Also mache ich auch nicht jedes Mal. Und jetzt sitzt hier drin aber natürlich auch noch so ein Feinstaubfilter. Den kann man auch ganz einfach ohne Schrauben, ohne alles rausnehmen. Da muss man einfach nur hier das Ding drehen. Dann kommt diese Dichtung ab und dann steckt hier so ein Korb drin, den kann man rausnehmen. Und dann hat man hier diesen Filter, der da drin steckt. Der ist jetzt, wie man erkennen kann, auch einigermaßen staubig. Der Hersteller empfiehlt natürlich, diesen Filter alle paar Wochen zu wechseln. Wenn man das Ding nicht täglich nutzt, dann... Oh, hier kommt eine Menge Staub auf jeden Fall raus. Wenn man das Ding nicht täglich nutzt, dann ist das natürlich... Muss man das nicht jede Woche oder jede paar Wochen machen. Was ich tatsächlich gemacht habe, ist, weil ich keine Lust hatte, mir irgendwie super viele von diesen Filtern zu kaufen, ist, dass ich den alle paar Wochen mal, wenn man merkt, die Saugleistung wird schlechter, wobei das bisher noch nicht wirklich vorgekommen ist in einem halben Jahr, einfach mit dem Kompressor auspusten. Wer einen Kompressor da hat, funktioniert ganz gut. Ich puste jetzt hier nicht da rein, weil das wird stauben. Das lasse ich jetzt. Und dann einfach wieder reinstecken. Alles zusammenbauen. Das ist super schnell getan. Andersrum. Zusammenstecken. Das da rein. Das kann man auch nicht falsch rum da reinstecken. So. Und fertig. Und weiter geht's. So, jetzt kann ich hier den Staub direkt nochmal aufsaugen. Ja, und hier kann man jetzt nämlich auch... Das kann man nicht sehen wahrscheinlich, aber man kann merken, wenn ich jetzt hier drüber gehe, naja, so richtig sauber ist das nicht. Also ja, generell aufgrund der Saugleistung, wenn man das Rohr da dran macht und so weiter, mit dem Ding hier keine Chance. Also das Ding ersetzt keinen Staubsauger, keinen normalen Hausstaubsauger. Und gefühlt sorgt auch unser Saugroboter besser tatsächlich. Also der nimmt mehr auf. Aber wie gesagt, für irgendwelche Ecken im Haus, wo der... weder der Roboter noch der andere Staubsauger mangels Steckdose, Kabel irgendwie auf der Treppe oder so zum Beispiel nicht hinkommt, irgendwelche Fensterbänke oder so, da ist das Ding trotzdem sehr praktisch. Also bin ich trotzdem mit zufrieden, auch wenn er jetzt nicht super viel saugt. Natürlich könnte man, wenn man den jetzt mehr als einmal die Woche benutzt, auch das neuere Modell mal in Betracht ziehen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung zu. Akkulaufzeit auch mit dem kleinen Akku, der hier halt wunderschön bündig passt, ist ganz schön. Wie gesagt, ich benutze ihn auch nur einmal die Woche, um im Keller und so da die Ecke sauber zu machen. Ab und zu mal noch ein paar andere Stellen. Aber ich lade ihn wirklich nicht mal einmal im Monat auf. Also das ist wirklich kein Problem, das mit dem kleinen Akku zu machen. Das ist bei den Akkuschraubern und so weiter, die brauchen alle viel, viel mehr Strom gefühlt. Oder weil man die auch einfach öfter benutzt. Zusammenfassend, ist okay für das Geld, wenn man den in einem guten Angebot bekommt als Zweit- oder Drittstaubsauger für klitzekleine Ecken. Wunderbar. Aber als Erststaubsauger oder in der Werkstatt ist das Ding, ja, nicht empfehlenswert tatsächlich. Ich sag mal, ein richtiger Staubsauger leistet einfach in jeder Hinsicht mehr. Wenn man die Akkus schon hat, kann man aber drüber nachdenken. Falls euch das geholfen hat oder ihr Fragen, Feedback habt, schreibt gerne einen Kommentar. Wenn ich euch irgendwie helfen konnte mit dem Video, lasst gerne auch ein Gefällt mir da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.